Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Song of Horror. Ja, wir starten mal hier, ne? Juhu. Wir haben ja hier noch einen großen Raum, den wir erkunden müssen. Oh je, Mini. Komm, geh rein. Lass es uns den Down zu bringen. So, wir machen hier einfach mal so ganz leise und langsam schleichen wir uns hier hoch. Vorbei, da ist eine Lampe. Diese Glühbirne strahlt ein seltsames violettes Licht ab. Ach hey, ich frage mich, warum dieses Bild auf dem Tisch liegt. Wurde hat Herrn Färber es untersucht? Wurde es von Herrn Färber untersucht? Da hat er es untersucht. Irgendwas müssen wir da wahrscheinlich auch noch machen. Oh Gott, nein. Ich spiele kein Klavier und ich irre. Bitte? Kannst du vielleicht sprechen? Ah, das ist die Sorte von Büchern, die Herr Sebastian schreibt. Wenn ich Stecker ziehe. War das jetzt so gut, dass du den da rausgesteckt hast? Was hat das für einen Sinn jetzt? Ach, jetzt haben wir eine Schwarzlichtglühbirne. Eine Glühbirne, die uraltes Licht, wollte ich gerade sagen, die ultraviolettes Licht abgibt. Sie ist so klein, dass es aussieht, als würde sie eher in eine Taschenlampe passen als in eine Lampe. Okay, haben die jetzt. Das Bild hat sich jetzt aber nicht verändert, oder? So, Gott, da ist ja noch eine Tür. Um mal kurz zu orientieren. Jetzt sind wir im Esszimmer. Okay, was haben wir da? Stapel Bücher, Tagebücher und Notizbücher, die Herrn Färber über die Jahre geführt hat. Ich erkenne keinen Namen wieder. Oh Gott, die Zeitung. Können wir diesen Fernseher ausschalten? Das ist ja schrecklich. Aber dann haben wir kein Licht mehr. Hallo? Ich lese normalerweise keine Zeitung, aber diese ist einen Monat alt. Und da haben wir nochmal einen Brief. Brief 3 von Sebastian P. Hascher. Ein Brief von Sebastian an Isaac Färber am 30. August 1998. Lieber Isaac, ich hoffe, es geht dir besser oder dass du dich zumindest etwas beruhigen konntest. Ich weiß jetzt, wer die Spieluhr gemacht hat, aber er ist vor Jahren gestorben. Sein Name war Argos Legrand. Sobald ich mehr herausfinde, werde ich es dich wissen lassen. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, die Spieluhr zurückzugeben. Wenn du noch die Auktionsliste hast, kannst du sicher den ehemaligen Besitzer ausfindig machen. Ich glaube, dass es besser geworden ist, seit ich dir die Spieluhr zurückgeschickt habe. Ja, ich bin mir sicher. Ich hoffe, dir geht es gut. Tja. So. Das T-Service ist sauber, aber mit einer feinen Staubschicht bedeckt. Das muss die verstorbene Frau Färber sein. Gott hab sie selig. Okay, am Fernseher können wir gar nichts machen. Oh, ich will nicht hier am Klavier. Das Klavier von Herrn Färber. Es sieht aus wie das von Herrn Sebastian. Ja, gut. Ich spiele da nicht. Ich mache da keine Musik. Ich bin noch nicht verrückt. Dann kann ich ja gleich rumbrüllen und sagen: Hallo, hier bin ich. Kommt und holt mich. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, um da zu lauschen, ne? Die Küche? Sieht unordentlich hier aus und es hört sich an, als wären hier Fliegen unterwegs. So, ah, da haben wir noch was, warte mal. Einige Gewürze und Rezeptbücher, okay. Interessant, das Geschirr ist sauber, aber mit Staub bedeckt. Okay, das sieht irgendwie gar nicht so sauber aus. Viel Kaffee und Tee, hat Herr Färb versucht, wach zu bleiben. Kippen, ne? Ich habe erlebt, wie Leute so viel rauchen, aber das war mitten in einem Krieg. Naja, und da sind doch die Fliegen. Hier sehen wir sie doch. Was ist das? Was? Tiernahrung. Eine Schachtel mit toten Kakerlaken. Trockene Käfer zum Füttern von exotischen Haustieren. Ich bevorzuge Hunde, um ehrlich zu sein. Haben die auch Haustiere gehabt? Also so, weiß ich nicht, Echsen oder was? Schlangen? Keine Ahnung, was frisst so was halt. Ich habe Regen noch nie gemocht, aber ich würde jetzt lieber gerne mit jemandem da draußen Plätze tauschen. Oh
Gott. Ach so, ich dachte, wir gucken jetzt im Kühlschrank. Zum Glück nicht. Den will ich gar nicht sehen, was da drin ist. Und da vor sich hingammelt. Anleitung zu den Schlüsseln. Was für Schlüssel? Eine schriftliche Erinnerung von Isaac Faber an seine Tochter Erika. Liebe Tochter, ich habe versucht, die Schlüssel für dich zu ordnen. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alten Vitrinen angefertigt hast. Der runde grüne Kunststoffschlüssel ist für dein Motorrad. Und der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Der kleine goldene Schlüssel ist für die Kiste mit den Sachen deiner Mutter. Die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren. Vater, danke für nichts, Papa. Ja, okay. Könnte ich mir nicht merken. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, was in diesem Kühlschrank ist, aber der Gestank ist schrecklich und du lässt ihn bitte auch zu. So, aber jetzt habe ich, ganz ehrlich, was haben wir denn jetzt hier noch gefunden? Gar nicht wirklich, ne? Also, wir haben die Tiernahrung. Gut, so eine Glühbirne. Ein Schraubenschlüssel haben wir wieder mitgenommen. Das komische Dingens. Sprühflasche und das Teil. Aber. Was soll man tun? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt damit machen sollen. Kann ich das hier irgendwie mal hier ranzoomen? Geht nicht, ne? Doch so blind, ich muss immer näher ran. Da hinten war ein Puzzle in der Dunkelkammer, aber da brauchen wir doch mehr Zeugs. Aber wir haben. Ich habe jetzt hier auch nicht nichts übersehen. Das waren jetzt nur Gewürze. Glühbirne, wo könnten wir so eine. Ah. Nein! Och, warum? Ich habe schon wieder, ich mach's falsch, ich mach's immer falsch. Ich werde sterben, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Scheiße. Okay, wir werden drauf gehen. Alexanders Geschichte hatte ein jähes Ende. Scheiße. Ich hab's doch gesagt, ich hab's nicht kapiert, was ich da machen muss. Ich hab's einfach nicht verstanden. Wenn du der Stille gegenüberstehst, musst du versuchen, das Atemsymbol so nah wie möglich an den Türrahmen zu halten. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht, sorry. Also ich verstehe nicht, wenn ich loslasse, dann geht es ja weg. Und dann kommt er immer näher. Und wenn ich jetzt nur gedrückt halte, passiert ja nichts. Außer, dass da auch irgendwas der näher kam. Also, das habe ich nicht kapiert. Das muss ich mir irgendwie nochmal irgendwie aneignen. Shit, ich glaube, so lange ist jetzt die Folge noch nicht, ne? Jetzt habe ich aber auch vergessen, auf die Uhr zu gucken. So, Alexander ist jetzt natürlich Geschichte, ne? Ach, guck mal, da haben wir Erika Färber, die Tochter. Ich schau mal gerade, wen wir noch benutzen können. René Artiges. Das ist ja Polizist. Daniel Noyer. Das ist doch mit dem wir zuerst gespielt haben, oder Daniel? Und das war's. Oh Gott, wir haben nur noch drei. Nur noch drei Charaktere. Ach du mein Gott. Okay, wen nehmen wir denn jetzt? Erika würde natürlich auch Sinn machen. Haben die schnell unauffällig. Ist natürlich nicht so stark, aber gelassen. Er ist schnell und stark, aber nicht so unauffällig. Der Grobmotoriker. Und Daniel ist in allem, ne? Der ist halt unser Allrounder. Ja, kann mich nicht entscheiden, aber wir müssen jetzt hier. Komm, wir nehmen jetzt erstmal Daniel. Nee, ich nehme jetzt Erika. Wisst ihr, ich nehme jetzt erstmal Erika. Falls wir gleich nochmal drauf gehen sollten. Dann habe ich Daniel noch im Petto. So, ich muss danach erstmal üben, wie ich das mit dieser komischen. Da mache. Das muss ich mir vielleicht angucken oder nochmal durchlesen. Okay, also Erika hat ein Feuerzeug. Sie ist 24. Sie leitet zusammen mit ihrem Vater Isaac das Antiquitätengeschäft Färber und Söhne. Während er der Kunstexperte ist, kümmert sie sich um das Geschäftliche. Sie ist immer über jedes noch so heile kleine Detail des Geschäfts informiert. Ihre Abenteuerlust führt sie um die ganze Welt, stets auf der Suche nach neuen Gegenständen für ihr Geschäft.
Erika ist unglaublich aktiv, hat viele Hobbys und lässt ihre Fantasie bei jeder Gelegenheit freien Lauf. Meine Lieblingsmusik hilft mir, mich zu konzentrieren und mich daran zu erinnern, wer ich bin. Okay, halt. Warte, knapp. Gut. Radiokassettenspieler, meine Lieblings. Ah ja, das hat man schon. Und Bonus-Glücksbringer, kein zusätzlicher Gegenstand. Niemand weiß, was sie inspiriert hat. Platten. Trage kein Sammlerstück. Keine Ahnung. Das was bringt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Komm, Erika, los geht's. Huhuhu. Oh Mann, ich bin nicht. Scheiße, ich weiß, das lässt mir keine Ruhe. Ne? Wir waren jetzt so gut gewesen. Ich war so stolz schon, dass ich jetzt so viele Folgen jetzt geschafft habe, ohne drauf zu gehen. Aber diese Mumie macht mich echt fertig, weil ich habe es gewusst, sobald sie wieder kommt, weil ich keinen Plan habe, wie ich das machen soll. Da steht ja RLT gedrückt halten oder wie. Ich muss mir das irgendwie gleich nochmal anschauen. Vielleicht gehe ich nochmal in die Optionen dann gleich rein, wenn ich die Folge beende und dann. Muss ich nochmal gucken, wie das funktionieren soll. Das Problem ist, man kann ja nicht so gut ausprobieren. Da, wenn man halt gleich was Falsches drückt, ist man halt dran, ne? So, da sind wir mit Erika. Ja, wir starten jetzt hier draußen. Warum weiß ich gar nicht. Können wir wieder zurückgehen? Das wäre schön. Und wir hauen einfach ab. Also, wenn das Wetter wäre, wir gehen halt nicht weg. So. Weil es müsste jetzt offen sein, oder? Na klar. Und jetzt müssen wir theoretisch erstmal wieder an die Stelle gehen, wo Isaac, Alexander gestorben ist. Wo waren wir denn gerade? Im Esszimmer im Raum. Okay, da müssen wir hingehen. Manche mal. Gehen wir erstmal in diesen komischen Vorraum. So. How weird. It's not like Dad to leave the lights on after closing up. So, ich hoffe, ja, passiert uns jetzt erstmal nichts, so dass wir in Ruhe erstmal die Sachen einsammeln können. War ich jetzt zu weit? Nein. Also das wäre auf jeden Fall jetzt aber echt nett vom Spiel, wenn wir das jetzt machen könnten. So, gehen wir da rein. So ganz zielstrebig, ne? Als ob sie genau wüsste, wo sie hin muss. Geht's natürlich jetzt mal in die Bude. Ach, das mit der Mumie, das nervt mich wirklich. Ich will nicht. Das ist ja. So. Vielleicht werde ich auch wirklich jetzt erstmal nur die Sachen einsammeln und dann werde ich mich vielleicht doch bei euch verabschieden. Weil ich so Schiss habe, dass gleich wieder irgendwas passiert. Also mal, da liegen jetzt die Sachen. Na klar, wir sind ja hier quasi aus der Küche zurückgekommen. Ja, wem gehört diese Tasche? Jetzt dir, Erika. Okay, warte mal, wer? Guck mal. Lampe. Frau-Lampe haben wir daraus genommen. Also, wo sollten wir sie jetzt einsetzen? Das kapiere ich jetzt nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich am sichersten bin, aber ich glaube, ich werde jetzt einfach hier stehen bleiben und wir machen hier einen Cut. Wir beenden jetzt hier die Folge, ganz einfach aus dem Grund, dass ich nochmal sicher gehen möchte, wie das funktioniert mit der ganzen Mumientier-Motorik, was ich da drücken soll, dass ich nicht gleich wieder drauf gehe mit Erika. Und dann, ja, bedanke ich mich einfach an dieser Folge bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es hier weitergeht mit Song of Horror. Und bis dahin sage ich Tschüss. Macht es gut.